Moin Leute und willkommen zurück bei Comic Inn. Heute machen wir weiter mit meiner Sammlung. Wir sind jetzt, glaube ich, sogar schon bei Teil 8 angelangt und endlich bei meiner geliebten Dino-Serie von Batman. Hier haben wir das Heft 1. Ein Heft, in dem Zero-Hour-Tie-Ins abgedruckt wurden. Das habe ich schon so oft erzählt, das ist unfassbar. Batman Nummer 0 und Robin Nummer 0. Ich kann euch mal ein paar Einblicke geben. Das ist wirklich, wenn man noch gar nichts mit Batman und Robin zu tun hat, dann kann man sich das richtig, richtig gut geben. Hier, super schönes Cover mit Robin, die 0. Und auch das erste Panel aus dem Robin-Heft ist super geil. Das ist Two-Face. Und die Story handelt auch über Two-Face, Robin und diese ganze Beziehung. Nightwing darf natürlich auch nicht fehlen. Mega cool. Für fortgeschrittene Leser könnte das wirklich ein bisschen zähe Kost sein. Allerdings, wenn man ganz neu in der Branche, in dem Business ist, da ist dieses Heft von Juni 1997 wirklich klasse, um wirklich in die Geschichte eingeführt zu werden. Weil nicht allzu weit später beginnt ja ein riesiger Storyrun, der sich über Jahre erstreckt hat. Aber da komme ich zum Ende des Videos auch noch zu. Dann haben wir Batman Heft Nummer 2. Ich glaube, ich werde jetzt alle nacheinander durchgehen, allein damit ihr die Cover seht. Hier hat man dann Detective Comics Nummer 0 drin und dann geht es, glaube ich, auch schon direkt rein in die Story, aber ich gucke lieber nochmal nach. Das Wunderschöne an diesen Dino-Heften ist auch, dass immer die Cover wunderschön groß in der Mitte abgedruckt wurden. Hier super cool, Black Mask. Ich liebe diese Darstellung von ihm, die ist noch etwas bulligere. Das ist richtig, richtig klasse. Das Ding ist natürlich von Kelly Jones gezeichnet. Hammermäßig erkennt man auch wieder direkt. Das ist einfach ein Schattenspiel, das unverkennbar ist. Und auch diese Schriftzüge, die sind ganz, ganz typisch für Kelly Jones zu der Zeit. Habe ich unfassbar gefeiert. Und auch diese kleine Black Mask Story, ja, kleiner Zungenbrecher, die ist wirklich schön. Besonders, weil wir gleich in Heft Nummer 3 auf eine weitere Figur treffen, die mittlerweile auch wieder aufgegriffen wurde, allerdings zwischenzeitlich doch deutlich untergetaucht war. Heft Nummer 3, wir treffen auf Black Mask natürlich und Black Spider. Black Spider damals allerdings noch als Schurke. Mittlerweile ist er ja so ein Zwischending gewesen im New 52 zwischen Schurke und Held, mehr oder weniger Anti-Held. Allerdings beschrieb er sich selbst als Beschützer Gothams und dadurch ist nicht mehr derselbe Black Spider. Ne? Ist er nicht. Und ich glaube auch, der Charakter an sich hat gewechselt, der in dem Kostüm steckt. Ist er bloß der gleiche Name. Nummer 4, Captain 4. Captain 4 Detective Comics. Das schließt direkt an meine letzte Shoppingtour irgendwann letztens an. Da habe ich es einmal verwechselt, dass Captain 4 in Batman vorkam und nicht in Detective Comics, habe ich da gesagt, ja. Das ist eine kleine in sich geschlossene Story, die man nicht unbedingt gelesen haben muss. Da fällt mir auch noch ein spontan. Ich behandle die Dinger jetzt richtig oberflächlich. Das soll hier zack, zack, zack gehen mit der Dino-Serie, auch wenn ich sie liebe. Schaut mal bei Mabugus Comic-Kiste rein. Der nimmt die Dinger schon ein bisschen genauer unter die Lupe und erzählt euch direkt nach seinem Lesevorgang, wie er die ganze Sache fand. Schaut mal rein, macht er super schön. Zwischen diesen normalen Nummern haben sich dann von Dino Specials geschoben. Innerhalb dieser Specials wurden dann aus den laufenden Serien Batman, Detective Comics, Robin, Nightwing, Catwoman, Batgirl, Batgirl lief da noch nicht. Da wurden die chronologisch richtigen Hefte sich geschnappt und in die Specials verpackt. Also man kann die Specials wirklich zwischen der normalen Heftserie lesen, beziehungsweise sollte das auch größtenteils. Denn sonst hat man wirklich zeitlich gesehen Lücken in seinem Lesefluss und das ist relativ unschön. Hier hat man zum Beispiel noch ein Special, das könnte man theoretisch weglassen, das ist aber der Überknaller mit Killer Croc, mit Swamp Thing, mit zwei Heften Scarecrow. Das ist schon richtig, richtig geil, die Special 1. Und auch mit eins meiner Lieblingsspecials in dieser Serie. Auch das Cover ist wieder richtig, richtig klasse. Kelly Jones macht wahnsinnig gute Arbeit an dieser Batman-Serie und der ist Gott sei Dank auch sehr, sehr lang dran geblieben. Dann haben wir Gotham in Flammen. Und wenn ich mich recht erinnere, war das ein Ding mit Garfield Linz, also Firefly. Ich schau mal rein. Hoppla, jetzt wäre mir die Hülle fast weggerutscht. Ja, hier, da sieht man es schon auf Seite 1, das brennende Herz. Feuer, das kann nur einer sein. Nahezu. Garfield Linz. Von dem wird dann auch hier drin die Story erklärt. Jetzt, da haben wir nochmal ein schönes Bild, das habe ich gesucht. Hier.
Da wird uns nochmal darauf verwiesen, was eigentlich los war bei ihm, warum er jetzt Firefly ist, wie es um seinen gesundheitlichen Zustand aussieht, sowas alles. Auch ganz tolle Geschichte, hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Ja, auch das zweite Cover gefällt mir sehr gut, wie Batman von diesen Flammen eingeschlossen ist. Die Flammen, die sich sogar als verführerisch darstellen, als weibliche Inkarnation. Klasse Cover, richtig, richtig gut, gefällt mir sehr gut. Wir schreiten voran, wir schreiten voran. Das geht alles zack, zack hier. Underworld Unleashed, Hölle auf Erden. Das hier war kein Heft der regulären Serie. Das war wirklich ein Special, ein Arkham Asylum Special sogar, zu Underworld Unleashed. Ja, oh, hier haben wir sogar My Man, Mr. Zazz. Das war bei dem bin ich ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Sollte man lesen, besonders wenn man das Event auch in seiner Sammlung hat. Allerdings kann man das auch ganz gut auslassen, muss ich zugeben. Ist von Alan Grant geschrieben, der zu der Zeit ja auch an Shadow of the Bat dran war. Underworld geht weiter mit einem Charakter, von dem ich von anderen YouTubern eigentlich nur Gutes gehört habe, den ich allerdings relativ uncool finde. Das hier ist Spellbinder. Und Spellbinder ist ein Charakter, der auf das Angebot von Neron, hieß er ja, glaube ich, eingegangen ist. Und sich so, ja, Zugang zu neuen Kräften verschafft hat. Zu besseren Kräften. Damit sie Batman Paroli bieten kann. Kann sie erst auch, ist aber eigentlich relativ unspektakulär. Das ist ganz witzig. Die Batman Underworld Unleashed Hefte sind für mich so ein bisschen, ja, die unwichtigsten im ganzen Event, weil ich die Schurken einfach nicht so mag. Anders spielt sich das ab bei Robin, da kommen wir gleich zu. Also, muss man nicht unbedingt haben. Allerdings nochmal Verweis: US Patterns of Fear, Underworld Unleashed. Kauft euch das. Da seht ihr in der Übersicht, welche Schurken alle in dieses Event eingestrickt wurden. Das hier ist eigentlich die einzige Story, die mir bezüglich Batman, also wirklich Batman, nicht Robin, nicht Nightwing etc., ganz gut gefallen hat. Das hier ist die Mr. Freeze Story von Kelly Jones. Und Kelly Jones hat einen Mr. Freeze drauf, der ist unglaublich cool. Ihm wurde damals dieser Hightech-Anzug verpasst. Also es war ja sonst auch Hightech mit seiner Kryogentechnik, aber das hier ist nochmal wirklich futuristisch. Und den finde ich richtig, richtig klasse. Er ist richtig, richtig geil. Schaut euch das mal an. Also cooler geht's nicht. Klar, wieder deutlich zu erkennen durch die Schattierung, da ist Kelly Jones am Werk. Es ist wirklich auffällig, besonders an den Schattierungen der Gesichter. Wenn Kelly Jones am Werk war, dann sieht das immer gleich aus. Ist natürlich sein Stil und ist auch wunderschön. Ich liebe Kelly Jones. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt in dem Video. Also Special 2. Ich glaube, der zweite Part dieses Hefts, das war dann die Robin-Story zu Underworld Unleashed. Ja. Da haben wir es auch mit einem Charakter zu tun, der, naja, der komplett umgewandelt wird innerhalb dieses Events. Killer-Motte wird zu Charaxis. Und Charaxis haben die auch recht lang beibehalten, bis sie ihn irgendwann einfach wieder ausgelöscht haben. Ich finde Charaxis ziemlich cool. Das letzte, was ich von ihm gelesen habe, also da ist er ja wirklich so eine wirklich, wirklich Killermotte. Also ein Insekt. Er ist kein Mensch mehr, er ist wirklich ein Insekt, das nach Instinkt handelt. Das letzte, was ich von ihm gelesen habe, war aus der Joker Monster Edition, Jokers Last Love. Da haben wir es wieder, das schöne Wort. Da ist er im Loch gefangen, im Bell Reef ist es, glaube ich. Aber da bekommt man auch nicht so viel von ihm mit. Allerdings ganz schön wirklich. Dann haben wir eine, ja, Öko-Story, wirklich. Nummer 8, Batman. Hier bekommt man es zu tun mit Poison Ivy, allerdings größtenteils mit diesen Umweltaktivisten. Chuck Dixon an der Serie, also auch wieder eine gute Story, muss man sagen. Wenn Dixon am Werk ist, kann man eigentlich auch nur Gutes erwarten. So meine Erfahrung bisher. Auch hier kann ich euch mal einen kleinen Einblick geben und euch vielleicht auch das zweite Cover zeigen. Lasst mich mal aufschlagen. Das sieht alles sehr schön düster aus durch die schwarzen Panelränder. Dieser giftgrüne Ton als Kontrast sehr schön. Wird in diesem Heft auch ja, relativ häufig genutzt. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder. Das steht dem Heft sehr gut. Besonders wenn man sich das Cover anguckt. Das ist sehr, sehr innig und passig. Das ist toll. Das zweite Heft, das hat auch ein klasse Cover. Also die Cover damals waren der absolute Knaller, finde ich. Sehr schön. Ja, also die Story ist nicht spektakulär, das sei dazu gesagt. Aber sie ist sehr schön und geschlossen innig. Ich mag diese Wörter in Bezug auf Comic-Stories.
Nummer 8 abgeschlossen. Kommen wir zu Nummer 9, einem meiner absoluten Favorites. Wir haben wieder am Werk Mönch und Kelly Jones. Das Cover ist eine Granate mit Two-Face. Two-Face in der Manege des Todes. Eine meiner absoluten Lieblingsstories. Hier hat man es zu tun mit einer Freakshow. Ich finde Freakshow wahnsinnig interessant. Es ist ja eine quasi ausgestorbene Sache. Attraktion, Zirkusse in den USA quasi nur mit Menschen, die besondere Merkmale aufweisen, zu veranstalten. Ist wunderschön dargestellt von Kelly Jones. Hat so viel Charme. Mir geht es da eigentlich gar nicht so um Two-Face in der Story. Ich suche es mal raus. Die Stelle, die ich meine. Hier, so fängt es schon an, ja. Also dieser Zeichenstil ist hammermäßig. Wieder das Lettering ist. Man sieht es. Man sieht es, wenn Kelly Jones am Werk ist. Es ist auch nicht nur das Lettering, es ist auch das Drumherum. Da ist er auch sehr verspielt, wenn man das so nennen darf. Ich suche ein bestimmtes Bild für euch. Hier, da habe ich es gefunden. Es ist tatsächlich so eine kleine Broschüre, wie es so üblich ist, wenn man Werbung macht. Und man macht hier wirklich Werbung mit diesen missgestalteten Menschen. Und so war das damals in den USA tatsächlich. Die Leute haben sich die verunstalteten Menschen tatsächlich als Attraktion angeguckt, wie unmenschlich das einfach ist. Unfassbar. Tolles Heft. Ganz, ganz tolles Heft. Riesige Leseempfehlung. Ich liebe dieses Heft. Das ist richtig klasse. Ich muss auch dazu sagen, das war meine erste wirkliche Comic-Serie. Diese Batman-Serie war das erste, was ich so gelesen habe, nachdem ich Lego Batman gespielt habe, den ersten Teil. Und dann, um nicht das Video zu lang werden zu lassen, befasse ich mich noch mit dem Einstieg in die Überstory. Wir bekommen die erste kleine Story, das erste Event innerhalb dieses riesen Epos. Und zwar ist das die Seuche. Die Seuche abgedruckt in einem Fünfteiler bei Dino 1. Ach, Variant Cover, okay, eins. Habe ich natürlich auch mitgenommen. Ist nicht spektakulär. Ist günstig. Für einen Sammler, super schön. Special 3 ist die 2, tolles Cover. Dann haben wir das Heft 11 als Nummer 3, Engel des Todes. Auch richtig klasse, das Cover. Heft 12, Batman trägt Robin in den Arm. Ja, sieht ein bisschen aus wie Final Crisis, wo Superman ihn rausschleppt. Ist die Nummer 4 der Seuche. Und dann haben wir Heft 13 als Abschluss, Nummer 5. Und da sehen wir, was ist los mit Robin? Das Ende, Ausrufezeichen. Man hat es hier mit dem Start einer Riesenstory zu tun. Die Seuche bricht aus in Gotham quasi wie die Pest. Die reichen Leute schotten sich in einer Gated Community quasi ab, wollen damit nichts zu tun haben. Und Bruce Wayne kämpft quasi auf zwei Seiten. Einmal gegen diese Gated Community und dass die Reichen doch was tun sollen. Und andererseits versucht er natürlich, das Leben auf den Straßen in Gotham wieder in den Griff zu bekommen und etwas gegen diese Seuche zu tun. Also im Grunde sind es sogar drei Baustellen, die er gleichzeitig zu bekämpfen hat. Was mit Robin geschieht, ist tragisch. Es ist tragisch. Lest es euch durch. Ich fand es sehr traurig, als ich das als junger Bursche gelesen habe. Das ist ein klasse Auftakt in eine klasse Story. Wunderschön. Und mit der Seuche soll dieses Video auch zu Ende gehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid gespannt auf die nächsten Dino-Hefte. Nochmal der Verweis, falls ihr mehr wissen wollt, schaut bei Mabugus Comic-Kiste rein. Schaut da rein. Ja? Und wer ihn noch nicht kennt, abonnieren. Ja, los. Das war's bei mir, das war's mit Comic-In. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei meiner nächsten Sammlungsvorstellung. Bis denn.